Sehr verehrte Frau Regierungsrätin Malica Amann-Marxer, liebe Präsidentin des Stiftungsrates des Liechtensteinischen Landesmuseums, Dr. Renate Wohlwendt, lieber Vizepräsident des Stiftungsrates Norbert Bürzle, liebe Stiftungsratsmitglied Judith Davida, liebe Direktorin des Lindenau-Museums in Altenburg, Dr. Julia Nauhaus, werte Gäste. Es ist mir eine große Ehre und Freude, Sie heute zu unserer besonderen Weihnachtsausstellung Maria Schätze aus dem Lindenau-Museum in Altenburg begrüßen zu dürfen. Heute geht es um Gemälde von Maria, und zwar Schätze aus dem Lindenau-Museum in Altenburg. Altenburg ist ein kleines Städtchen, ungefähr 50 Kilometer südlich von Leipzig. Und was fast keiner weiß, sie haben eine der besten Gemäldesammlungen italienischer Meister vom 14. bis 16. Jahrhundert auf der Welt. Und wir sind sehr glücklich, dass wir daraus einen Teil sehen dürfen heute in dieser Ausstellung. Also ganz besonders sind dann eben, wir haben vor allem Gemälde von 1340 bis ungefähr 1510 von der Schule aus Siena und Florenz, die damals die berühmtesten Malerschulen waren. Und damals ist die erste große Marienverehrung hat stattgefunden ab dem 14. Jahrhundert. Und aus dieser Zeit gerade zeigen wir dann wunderbare Gemälde, auch von berühmten Leuten. Zum Beispiel zeigen wir eins von jemandem, der schon einen ganz tollen Namen heißt, Il Fantasia, also der Fantasiereiche. Das war jemand, der hat gleichzeitig gewirkt wie Raphael in Perugia, und die haben sich gegenseitig inspiriert, und von ihm werden wir ein sehr schönes Gemälde von Maria zeigen. Oder wir zeigen eins von einem Herrn Santi, der der Vater von Raphael war, wo wir auch ein ganz besonderes Gemälde auch wiederum von Maria zeigen dürfen. Also sehr viele ganz besondere Schätze, die in dieser Intensivität, wie wir sie hier zeigen dürfen, es sind insgesamt 27 Gemälde, ganz selten sind, dass man die zusammenbringt. Wie können denn jetzt diese Bilder von den Meistern jeden Einzelnen von uns inspirieren? Also ich glaube, sie können sehr inspirieren. Also sie sind einfach ästhetisch wunderbar. Man kann dann hinsehen und entdeckt sehr viele sehr schöne Sachen. Und es ist auch nicht nur ganz tolle Malereien, sondern wenn man da mal schaut, früher hat man noch sehr viel Goldhintergrund gemacht. Jedes von diesen Goldhintergründen sind unterschiedlich reliefiert. Also selbst das ist schon ein Schatz, der im Schatz drin ist.